Wild gewordene Spinnen überall, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Journey to the Aether. Yo, wir sind umzingelt von einer Menge Spinnen, wie ihr seht. Beziehungsweise wir hören schon eine Menge an Spinnen. Und I can hear something. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Es gibt unfassbar viele Spinnen hier, wie ihr gerade seht. Und das ist auch das kleine Problem, was ich gerade habe. Und unten war es. Oh mein Gott, unten war es. Stimmt, guckt es euch an, Leute. Wenn man runterfällt, ist man den Spinnen absolut ausgeliefert. Keine Chance zu entkommen. Man könnte, ich glaube, da habe ich sogar... Oder war es das? War es das, wo ich den Mega-Fail gebracht habe im ersten Durchlauf? Ich glaube schon. Im ersten Durchlauf von Journey to the Aether war ich nämlich so geil und bin da unten natürlich reingelaufen, dumm wie ich bin. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, es sogar geschafft, alle Spinnen zu besiegen und konnte nicht mehr raus, weil die Spinnen mich nicht mehr töten konnten. Das war so ärgerlich. Oh, Bumerang. Nice. Das ist ja mal eine... Moment mal, genau. Geile Sache. Wir haben den Bumerang bekommen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass wir hier überhaupt einen Bumerang bekommen. Ich habe gedacht, wir bekommen den Bumerang nur im... Geil. Ich würde gerne an die... Genau. Ich habe gedacht, wir bekommen den Bumerang nur in dem anderen, in der anderen Adventure-Dingens, die wir spielen, in dem Zelda. Aber dass wir hier auch einen bekommen, wusste ich gar nicht. So, dann gehen wir nochmal kurz hier gucken. Ist hier alles ist, boah, dieses Spinnengeräusch, ne? Das macht einen doch kirre im Kopf. So, und hier haben wir noch eine Truhe, obwohl das ist die von eben, ne? Ja, das ist die von eben. Jo, alles klar, dann würde ich sagen, können wir zurückgehen, können in den Hauptraum. Wir haben jetzt also... einen Bumerang erhalten, mit dem wir natürlich, wir können oben, klar Leute, klar. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Haaren oder von den Augen, sagt man ja sprichwörtlich. Warum eigentlich von den Augen? Ich meine, warum hat man den Schuppen auf den Augen? Ist das irgend so ein Sprichwort, was von irgendeinem Fisch kommt, der Schuppen auf den Augen hat oder was? Oder wo kommt das her? Warum sagt man das? Ich verstehe das nicht. Jetzt können wir natürlich die Schalter aber oben betätigen, erinnert ihr euch? Die können wir jetzt natürlich betätigen. Boah, dann sind wir aber schnell, ey, dann sind wir aber echt durchgerusht hier durch den... Das muss ich jetzt aber mal sagen. Halt mal die Klappe. Ah, guck mal, wir können hier das... Ah, da ist was aufgegangen. Ich würde sagen, das nehmen wir uns einfach noch mit, spaßeshalber, oder? Also ich glaube, wir könnten jetzt einfach hoch und dort dann wäre ja GG. Hä, war das hier überhaupt? Ja, oder? Boah, ich bin mir gerade so unsicher. Hier war ich doch schon, oder? Habe ich das nicht schon mal gemacht? Da habe ich schon Schlüssel bekommen, klar. Ach, das war für das... Nee, für das Herz? Oh mein Gott, jetzt bin ich... Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, Leute. Verzeihung, bitte. Sorry. Tut mir sehr leid. So. So, geh mal weg jetzt. Mein Gott, haben wir es jetzt bald? Dann haben wir jetzt, wenn die Platz sind, aus jeder Ecke einmal Spinnen gehabt. Dann haben wir es aber doch, oder? Nein, dann kommt natürlich noch der mit dem Reiter. Puh, Alter. Ich hänge in Spinnenweben drin. Ja. Nein! Hier war ich noch nicht. Golden Key. Okay. Das wusste ich nicht. Okay. Ich nehme alles zurück, Leute. Wir waren hier doch noch nicht. Ja. Wir haben das gerade alles zum ersten Mal gesehen. Aber irgendwie gibt es hier noch ein Herzteil. Ja, ich weiß aber auch nicht wie, wenn ich ehrlich bin. Da müssten wir jetzt hier wahrscheinlich irgendwie außenrum, irgendwie über die Streben oder so. Nun gut, wir haben hier alles erledigt, würde ich sagen. Und gehen einfach dann mal hoch. Haben also den Boss-Schlüssel erhalten. Ja, und können uns dann auf dem Weg hoch machen. Aber die Map wirklich, oder? Was meint ihr? Wie findet ihr die Map bisher? Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Also zumindest von den Aufrufen muss man ja sagen, dass die ersten Teile... Die ersten Parts dieser Map mehr Aufrufe hatten, zum Beispiel als das Zelda-Adventure, obwohl jetzt der letzte Part zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sehr wenig Aufrufe hat, was ich gar nicht verstehe, Mann. Die Map ist doch geil, Leute. Ja, was ist los mit euch? Aber ihr könnt mir mal schreiben, wie euch die jetzt so gefällt, nachdem wir auch schon ein bisschen was gesehen haben von der Map. Und nicht nur so ein bisschen. Oh, guck mal, das habe ich gar nicht entdeckt. So, jetzt aber schon. Okay, dann wollen wir mal. Wir müssen jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, den Schalter aktivieren. Yeah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war jetzt knapp. Und zack. Und schaut es euch an. Oh mein fucking Gott, Leute. Oh mein fucking Gott. Boah, ist das nicht episch gemacht?
Das ist doch mal richtig geil gemacht, oder? Ja, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis man da fertig war mit Bauen, würde ich mal behaupten. So, Wolf, du Fieser. Wolf, du hast die Gans gestohlen. Fuchs heißt es ja. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Boah, die hauen mich hier aber ordentlich runter. Da muss ich aufpassen. Und ich glaube, viel weiter geht es auch schon gar nicht. Wir können, glaube ich, noch diesen Boss besiegen und dann ist, glaube ich, die Map auch schon so gut wie zu Ende. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine aber, das war so. Ah ja, wie ging das nochmal? Die konnte man ja noch so besiegen. Hinterher musste man aber irgendwo... Ah, die Musik ist ja mal... Was ist das denn für Musik? ETF? Man konnte doch auch irgendwie... Ja. So. Man konnte die irgendwie da in die Falle lenken. Ah, den habe ich schon betätigt. Ah, ne, da komme ich gar nicht dran. Kann das? So, ja, jetzt ist alles auf. Jetzt ist natürlich, ja, da kommen nämlich immer größere und ich glaube, man kann die sehr, sehr schwer nur so besiegen. Und deswegen, oh mein Gott, die Wolken. Ja, deswegen kann man jetzt hier so ein bisschen irgendwie mit denen rumlaufen, ein bisschen Tom und Jerry spielen. Habt ihr eigentlich, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie viele von euch haben Tom und Jerry geguckt? Weil, also, ich habe Tom und Jerry immer mal so ab und zu, aber ganz selten eigentlich, nur wenn es mal irgendwo drin war, ne, so wo kam das eigentlich, im ARD, ZDF, morgens, Fernsehen, sonntags, heute vielleicht sogar, ich habe keine Ahnung, weil ich habe Tom und Jerry echt nie so geguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, ach du Scheiße, und das waren jetzt die Mega-Monster-Blob-Dingen. Das war, glaube ich, jetzt, das war jetzt der fette Endgegner. Boah, ich darf nur nicht runterfallen. Wenn ich runterfalle, bin ich ja selber tot. Da! Bin ich nicht tot. Alles klar, sauber. So, bleib mal jetzt ruhig, Kollege. Ganz ruhig bleiben. Ich muss erstmal deine Untertanen... Okay, die haben sich schon selber zerstört. Ah, da kommen immer neue. Alles klar. Boah, der zieht aber auch ordentlich ab, ne? Ja, natürlich. Fuck! Mein Gott! So. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Leute. Spannender Falsch. So. Wow. Warte mich, die Wolke irritiert mich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Wolke finde ich scheiße. Kann ich das so... Darf man das so sagen? Ich weiß es nicht. Sauber, wir kriegen... Ah, da ist er down. Da ist er down. Da kommt der nächste. WTF. So, komm schon. Down. Down. Ja. Und da kommt der nächste. Ist das jetzt auch wieder so eine Sache hier, von jeder Seite kommt einer oder was? Es gibt also 4 von den Masterblobs insgesamt. Oh mein Gott, Leute, das ist doch lächerlich hier, das ist doch lächerlich. Stirb, Junge, stirb, stirb, stirb. Komm schon, verreck, 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 ja. Ja, nice. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Der Endgegner wäre besiegt. Wir nehmen ein Herzteil entgegen. Unser erstes, glaube ich sogar. Und ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Ist hier noch irgendwo was? Also der Endgegner natürlich ging so, ne? War in Ordnung, fand ich. War in Ordnung. Und einmal durch, bitte. Woo! Und wir haben den Forest Stone erhalten. What is this stone? It feels warm. I will take it to Genai and see what else he has to say. So, jetzt sind wir hier. Hier ging es, glaube ich, hoch zum... Ja, da ging es hoch zum Boss. Jo, ich weiß nicht, ob die Map jetzt noch großartig weitergeht. Das weiß ich eben nicht. Ah, Moment mal. Das hier...
Das machen wir eben noch, weil dann würde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Nee, hier war doch der... Ah, da. Oh! Nice! You got a hard piece. Jo, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Und dann guck mal im nächsten Part, dass wir zu Genai gehen und geben ihm das Ding. Und guck mal, wie es dann weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Table... euer Gravity Pit LP. Ciao!